Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wenn ihr mich schon wieder auf diesem Bildschirm seht, heißt das wahrscheinlich, dass irgendwas nicht so gelaufen ist wie geplant. Und ja, ich habe ja gesagt, wir machen diese Folge die Luna-Mission. Das müssen wir leider vergessen. Ich musste unser Satellitensystem wieder abstürzen lassen, da es viele Sachen hatte. Und außerdem fällt uns irgendwie die Hälfte der Sachen aktuell aus, weil die nur auf 3 Jahre ausgelegt ist und die 3-Jahre-Marke erreicht ist bei vielen Sachen. Deswegen sollten wir überlegen, wie wir das Ganze jetzt absichern, beziehungsweise erstmal alles runterfahren. Und dafür schauen wir uns an. Also ich habe mein Mikrofon abgelegt. Ja. Dafür schauen wir uns an, was alles 3 Jahre lang schon fliegt und entscheiden, was wir abstürzen lassen müssen und was nicht, beziehungsweise was wir entfernen müssen. Als erstes ist hier der 4 Jahre alte Satellit der Buruana-Sonde. Der hat Kerbin verfolgt. Ich glaube, den können wir abstürzen lassen. Das ist 4 Jahre alt. Hat durch sein Alter erreicht. Und ist somit fertig für seine Missionen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir so viele reduzieren, beziehungsweise es auf das reduzieren, was wir brauchen. Und dann neue hochschicken können, die mindestens 15 Jahre lang halten. 15 Jahre sollte ein gutes Zeitalter sein, denn mit 15 Jahren können wir viel erreichen. Andere Sache, können wir nicht überhaupt abstürzen lassen? Oh, nope. Ja, wir müssen nicht deaktivieren irgendwie. Können wir nicht deaktivieren? Hui, nee, du hast gar nichts. Du bist einer unserer ersten Satelliten, glaube ich, ne? Hier steht auch nicht, wie dir steht, oder? Scan stoppen. Gestoppt. Wie schaut's mit dir aus? Scan stoppen. Der hat die Erde früher untersucht. Aber ich würde sagen, den tun wir nun in Hibernate-Modus sozusagen schalten. Das ist natürlich beschissen, wenn man so einen Satelliten hat, den man nicht verwenden kann. Das ist einer unserer ersten Systeme, die hochgeschickt wurden. Schon lange, lange Zeit her. Das Problem ist auch, die kann man nicht steuern. Also lässt sich auch nicht so einfach vernichten irgendwie. Ja, okay, dann gehen wir wieder in die Ortungsstation und schauen uns an, was wir noch alles haben. Im Grunde ist es ja eh eine gute Sache, wir können uns jetzt mal alles anschauen, was wir jetzt schon alles bis jetzt hatten. Und mal tun Revue passieren lassen, was alles schon passiert ist eigentlich. Weil es sind doch jetzt in-game 4 bis 5 Jahre Spielzeit vergangen. Müsst ihr mal vorgehen lassen. 5 Jahre, ja 5 Jahre sind es, dass das passiert ist. Und hier ist der Murano. Ich glaube, einer unserer ersten Satelliten, die um den Mond geflogen sind. Auch schon wieder 4 Jahre alt. Das kommt gut hin. Und ja, vielleicht tue ich morgen mal wieder Stream. Ich habe Good Company jetzt und ich versuche mich da ein bisschen gerade einzuspielen. Und oh, ich würde das gerne noch streamen. Aber es ist alles nicht so leicht, wie man sich es vorstellt. Und zu sehen, wann man streamen kann, ist auch wieder schwer. Aber vielleicht finde ich mal ein bisschen Zeit, dass ich abends 1-2 Stunden... Ach komm, wir haben da denselben Dreck produziert. Und da ist das Problem, darunter ist irgendwas drin, was beschädigt ist. Kleines lineares Reaktions... Ja, der ist gar nicht mehr reaktionsfähig. Der ist total tot. Kann man die deaktivieren, dass die nicht mehr da sind? Kann ich dich jetzt zum Beispiel, oder kann ich dich als Trümmer? Ich nenne dich jetzt tot. So. Zack, das ist jetzt. Und dann würde der doch nicht mehr auf einer manualen Liste auftauchen, oder? Haben wir denn, du bist Murano-Sonde tot. Maruna-Sonde. Doch, die ist doch noch hier, oder? Batterien erschöpft. Kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Ja, elektrischer Strom voll. Was ist das? Hä? Welche Mission ist denn das dann? Ordnungsstation, jetzt warte mal. Jetzt gib mir mal eine Sekunde. Aber wir können die als Trümmer markieren, das ist auch gut, dann sind sie weg. Wir müssen irgendwie unsere Leitstation ein bisschen leer kriegen, was wir alles aktuell an Missionen haben.
und wohin sie gehen, damit wir mal wieder auf dem aktuellen Stand sind und dass nicht dauernd irgendwelche nervigen Nachrichten kommen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und am besten funktioniert es natürlich, wenn man ihnen sagt, hey, diese Rakete existiert gar nicht mehr. Und das machen wir jetzt hier mit der auch, weil beenden, wie gesagt, will ich nicht. Ich will, dass wenn wir einen Trümmerhaufen oben haben, wir diesen Trümmerhaufen beseitigen müssen. Was verdammt viel Arbeit werden könnte. Aber das wäre realistisch. Und so wollen wir es ja machen. Deswegen machen wir uns auch die Mühe, dass wir jetzt warten müssen, bis das ganze Zeug hier funktioniert, weil hey, das dauert ja alles eine halbe Ewigkeit. Aber ja, bedeutet, du wirst auch umbenannt. Du wirst Fahrzeug umbenennen in Trümmer. Du bist die Sonde tot. Tot, nicht Tuf. Tuf ist was anderes, mein Freund. So, und dann ist die auch weg. Perfekt. Ihr seht schon, hier sind viele Fehlfunktionen. Duna-Projekt Orion hat auch einen Fehler. Den können wir gleich leider nicht beheben. Minimus Lander Ventura, Fehlfunktion und auch keine Verbindung mehr. Ist gerade im Schatten von Minimus. Und das ist mir halt in letzter Zeit aufgefallen, dass die mäßige Strahlung ausgesetzt sind auf der Station. Und Nitrogen hat nur noch 5%. Ist Nitrogen wichtig? Ich weiß es nicht. Nun, Kieferien von 001, ja, die können wir eigentlich auch als Trümmer zurückstellen. Die Klopp 001 läuft noch. Der Rover läuft auch noch und der ist auch noch richtig aktiv. Das ist gut. Aber du bist auf jeden Fall weg. Okay, zurück zur Ortungsstation. Wir müssen mal alles nacheinander strukturiert durchgehen. Und das ist jetzt eher eine Sortierfolge. Und wenn es euch nicht gefällt, bitte skippt einfach weiter, weil ich glaube nicht, dass jetzt was anderes noch kommt. Was ich gerne machen würde, wäre Long-Range-Satelliten Richtung Duna irgendwie versuchen zu schießen, aber ich glaube, da kommen wir nicht so schnell hin, weil einfach auch die Mission am Mond extrem viel aufzieht und es hört sich bescheuert an, aber ich würde gerne die Station über Kerbin bringen. Und es mag sich vielleicht böse anhören, aber es hat einen ganz bestimmten Grund. Ach, mal das Teil. Das ist am Boden, das beenden wir jetzt einfach. Das war ja einfach nur noch joke-mäßig behalten. So, warte mal, das bist du. Das Elite Miriano-Sonde. Fliegen. Weil, wenn ihr so seht, ich müsste herausfinden, wie der Gürtel um Mann ausschaut, damit wir dort diese Station relativ safe kriegen. Was wir natürlich machen könnten, sind Boden. Haben wir das ganze Zeug für Bodenmissionen? Warum sagt mir keiner von euch, dass wir die ganze Zeit hätten Bodenmissionen machen können, um neue Forschungspunkte zu kriegen? Das sind alles unnötige Sachen. Der scannt noch, der schickt noch da. Warum schickt denn noch Daten? Von was schickt der Daten? Multispektralanalyse. Aber warum hat er noch Multispektralanalysen offen? Der hat ja irgendwie tonnenweise Multispektraldaten noch offen. Also ist der dann sogar noch aktiv? Schon wieder eine aktive Rakete, die uns da einen Fehler ausspucken wird. Dann ist Insel wieder voll, der muss so viel Daten anbieten. Oder weißt du was? Nee, du bist ab sofort auch ein Trümmerteil. Umbenennen in Tod. Solange wir keine Missionen dort fliegen haben, brauchen wir sowas nicht. Und die neuen Satelliten sollen mindestens mit einer 15 Jahre Haltbarkeit ausgestattet werden. Das wäre schon mal um einiges länger als unsere aktuellen Raketen was aushalten. Was auch dementsprechend natürlich vorteilhaft ist für unsere ganzen Raketensysteme, weil wenn wir alle 3 Jahre die Raketen austauschen müssen, wir sind jetzt bei Folge 50, das hat eh schon lang gehalten. Aber bei Duna-Missionen ist es ja so, dass wir immer weit vorspulen müssen, rein theoretisch. Rein theoretisch. Wir könnten uns auch mal auf ein anderes System konzentrieren, rein theoretisch.
ich weiß nicht genau, wie wir wohin fliegen. Also, sagen wir mal so, ich bin schon zu viel geflogen, aber ich habe doch wieder auch wieder vergessen. Ich habe viel vergessen. Und ja, ich habe mal vorhin nach einem Asteroiden geschaut. Ich tue mal die ganzen Asteroiden auch aus unserem Infosystem hier raus. So, warte mal, wer hat noch Probleme gehabt? Das war einmal Duna Orion, da sollte man vielleicht anschauen, was dann ist. Und der Minmus Lander Ventura. Wo zum Fick ist der Minmus Lander Ventura? Und was zum Fick bist du? Na, das war doch die Mission, die können wir auch abbrechen, die ist ja vorbei. Das war eine Todesmission damals. Mann Station und Duna Projekt Orion macht Probleme. Der Orbitana ist auch 3 Jahre. Alter, was ist eine Orbitana wieder für eine Mission gewesen? Das war Duna Projekt Orion und was ist das? Duna Projekt Endora. So, warte mal, was war Duna Projekt Endora? Das ist vor einem Jahr erst geflogen. Die Endora war vor einem Jahr? Als ob. Wir sind die Endora erst vor einem. Wir haben echt ein Jahr später schon die nächste Mission stehen. Und rein theoretisch hört sich vielleicht Bescheid an, wir müssten beide Missionen gleichzeitig fliegen. Kurz hintereinander versetzt. Und das könnte die größte Herausforderung seit Ewigkeiten werden. Wir müssen beide Raketen in die Umlaufbahn kriegen. Den. Ah, schade, der hat ein Solarpanel, von dem hat eine Fehlfunktion. Aber er läuft noch. Die Frage ist, wie lange hält dieses Solarmodul durch? Weil danach würde der sich deorbiten. Vorteilhaft ist ja, dass wir 4 neue hochschicken. Von der Seite aus ist das kein Problem. Und die neuen haben eine Haltbarkeitsdauer von circa 15 Jahren. Leider haben die in unserer Atmosphäre nicht mal ein Jahr durchgehalten. Ich hoffe, dass das da oben dann anders ist. Denn Duna wird für mich so ein... Also ganz ehrlich, der Planet schaut einfach geil aus. Ja, können wir reden wieder drüber. Ich finde, Duna schaut mega geil aus. Und es gibt so diese Gefühle von diesen echten Missionen, die jetzt Richtung Mars gehen aktuell auch und Richtung Mars gehen sollen. Und ja, Mann Station, ja, haben wir das publische Herausforderung. Aber da sollte man vielleicht auch mal schnell vorbeischauen, was da los ist. Und dann schauen wir uns heute aber noch an, nur bevor die Folge vorbei ist. Und ja, wir haben jetzt viel Gelaber gehabt, aber und wenig getan. Tut mir auch wesentlich leid und ich werde mir bis nächstes Mal was Tolles wieder überlegen. Wir müssen halt immer wieder gucken, was abgeht. Und ja, ich muss mich vielleicht ein bisschen drüber informieren, wie die ganzen Schutzschilde sind von den ganzen Planeten. Die Keyframe-Mission, die am Boden ist, die können wir auch wegtun. Die ist ja auch sozusagen vorbei. Die Mann Station ist noch hier. Und die fliegen jetzt mal. Die Mann Station ist eh eigentlich, ich will es jetzt nicht Erfolg nennen, wir haben es in die falsche Richtung gedreht. Wegzufliegen von der Mann Station ist eine der ekligsten Sachen, die ich seit langem gemacht habe. Und ja, das meine ich so. Denn jeder Start von der Mann Station aus Richtung Kerbin verbraucht extra viel Sprit, weil wir in die falsche Richtung uns bewegen. Und das ist richtig, richtig. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Wir haben also aktuell Tilda, Hager und Bob oben. Die letzten Bewohner da oben. Und ich schaue, check mal kurz die ganzen Daten durch, die wir hier haben. Wasserabfall. Was für Nitrogen nochmal? Wo hatte ich denn überhaupt Nitrogen? Nitrogen über. Hä? Wie kommt denn der Scheiß auf Nitrogen? Warte mal. Mann Station Nitrogen. Ist Nitrogen wichtig im Jahr? Was zur. Wo zur Hölle ist Nitrogen? Der sollte dafür hier Wasserstoff verbrauchen. Aber in 32 Tagen soll angeblich Nitrogen ausgehen. Was war Nitrogen? Wenn ja, wo zum Fick steht das bei mir drin? Stickstoff.
Shielding. Shielding ist voll. Sauerstoff passt. Wasser passt. Nahrungsmittel passt. Kibble. Warum habe ich da Kibble drin? Aber okay. Elektrischer Strom ist vorhanden. Oxidator, ja. Die untere Stage sollte man mal eventuell. Flüssigtreibstoff ist auch da. Kohlendioxid. Kohlenstoffdioxid ist auch da, ja. Das tun wir gerade verwandeln wieder in irgendwas. Abwasser, Abfall, Wasserstoff und Monotreibstoff sind auch alle da. Also passt ja alles bei der Station, oder? Tun wir das beenden und gehen zur Weltraumstation und schauen uns jetzt an, was wir da machen können. Das machen wir dann als letzte Sache heute, weil sonst wäre die nächste Mission auf Mann wahrscheinlich so eine Bodenstation aufbauen. Wir waren noch nie auf den Polen. Oh Leute, wir waren noch nie bei den Polen. Weder bei Minmus noch bei Mann waren wir auf den Polen. What the fuck? Und ja, man sieht hier wieder, was wir alles offen haben. Yay. Und wenn da so ein Suchbutton ist, heißt das nichts Gutes. Wir waren noch nie auf den Polen von den Planeten. Das ist vergeudete Wissenschaft. Vor allem können wir die vom Mann direkt zu unserer Station bringen. Ich sehe da eine Opportunity. Ich weiß nicht genau, wie wir es am schlauesten anstellen. Ich würde ja gerne sowas machen wie damals die Apollo-Mission. Aber ich weiß, wie das bei mir endet. Beschissen. So, okay. Photovoltaik, check. Wetteranalyse, brauchen wir nicht. Probeut, Experimentüberwachung hätten wir und einen Schleimotron. Also ich glaube, Wetter, Daten über Windbewegungen, Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, um was draußen nach einer Klimamodell des Planeten zu entwickeln. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber der Rest wäre interessant. Und was behält er? Da passt es rein. Okay, bedeutet, da könnte ich zum Beispiel jetzt... 1, 2, 3. Wenn ich eine Station baue, dann wirklich eine Permanente. Eine größere. So. Das passt alles da rein. Wie groß ist es im Vergleich? Wenn ich jetzt sage, ich will eine normale Standard. Das könnte ich mit einer Person machen? Okay, das wäre irgendwie ein bisschen sinnvoller mit einer Doppelmission. Oder hier sogar noch. Wie viel passen da rein? Auch zwei. Mit einem Pilot und. Und der Entwickler. Ein Pilot, ein Wissenschaftler. Meine Fresse, bin ich heute dumm. Jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. So. Wir testen jetzt nochmal hier kurz das Escape-System, weil das soll ja auch irgendwie dann aktivierbar sein. Das sollte hier drunter sein. Weil ich glaube, wir haben die große getestet schon mal, oder? Oder haben wir die kleine getestet? Alter, wie viel sind Alter verbaut? Hupsala. So, okay, das ist das Escape-System. Wir brauchen einen Fallschirm. Also rein theoretisch würde ich ja gerne hier oben eine Docking-Station dran setzen. Aber sowas haben wir nicht an unserer Station, soweit ich mich erinnern kann. Bedeutet, wir können das auch nicht bringen, aber dann tun wir da die Mission zum Pol extra machen. Wir müssen ja auch irgendwo ins Landen können. Wie gesagt, das ist ja nur ein kleiner Testflug schnell. Damit wir heute irgendwas noch mit Raketen gemacht haben, will ich wenigstens, dass wir heute mal testen, wie das mit den Flügen ist. Oh Gott. Ah, wo ist denn das Zeug wieder? Wo sind meine... Da. Einmal starten bitte. Und ich sollte den Fallschirm mit den Antrieben entfernen. Sonst endet das ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse. Das hat sich irgendwie falsch angehört. Warum habe ich Surviving the Aftermath? So mal ganz blöde Frage. Ich schaue hier gerade seitlich und da sehe ich
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 44 Spiele auf dem Rechner. Ne, obwohl den einen ist ein Setup-Wechsel, also 43. Und irgendwas ist wahrscheinlich doppelt. BFE-Patch, Switcher, ja. Okay. Test des Notfall-Escape-Systems für Bodenforschungsstation in 3, 2, 1, Feuer! Alter! 300 Meter in der Sekunde in weniger als 2,5 Kilometern. Bremst das Teil runter. Wieder zur Landung. Ich fühle mich so ein bisschen wie SpaceX hier einfach. Ach, komm, das testen wir jetzt noch schnell. Ach komm. Ich habe eine böse Vermutung gerade, weißt du das? Ich habe eine ganz, ganz böse... Oh Gott, zum Glück. Ich habe schon gedacht beim Drehen, wenn die Vessel Velocity auf 0 geht von Höhe, dass der Falsche einfach so sagt, so, nö, fick dich. Okay, ich spule es mal ein bisschen vor. Bremsen! Holy shit. Weißt du was? Ich mache jetzt ein EVA mit dir. Hey, guck mal da oben. Da oben ist mein Logo drauf. So weit weg landen wir gar nicht von unserer Startposition. Ist auch nicht schlecht. Und die anderen sind gelandet. Tilton gönnt sich mal wieder den Spaß und fliegt mit dem Raximus Fallschirmsystem für Notfallausstiege nochmal über die Station drüber. Au. Ich glaube, es tat weh. Aua. Komm, aufstehen. Du kannst deinen Helm abziehen. Du bist auf der Erde. Halsring auch weg. Komm. Lauf, du kleiner Körbel, du. Lauf, Körbel, lauf. Lauf, du kleiner Depp, du. Schau mal, vielleicht... Oh, guck mal, wie nah ist dein... An Bord gehen und entfernen. Aber Leute, das waren auch wieder 23 Minuten circa, wo wir fast nichts gemacht haben. Oder beziehungsweise wir haben wichtige Sachen sogar gemacht. Es sind halt mehr administrative Sachen und ich denke, da müsst ihr auch mal zwischendurch dabei sein, damit ihr euch nicht wundert, wo sind auf einmal die Raketen hin. Wenn wir Raketen haben, werde ich das in Zukunft natürlich ein bisschen anders machen. Ich werde das selber machen. Aber wir wissen, was wir als nächstes machen können. Wir bauen eine kleine Rakete wieder für... Entschuldigung. Für Mann. Warum habe ich schon wieder 106 Wissenschaftspunkte? Wo kommen die her? Aber es bringt mir ja trotzdem nichts, oder? Also für die Teile, die ich gerne haben würde, um unsere Station zum Beispiel weiterzubauen, müsste ich ja, glaube ich, irgendwo hier hin. Ja, das sind andere Sachen. Crew Tube. Das sind irgendwelche anderen Sachen. Wo sind die Sachen? Da ist es. Diese Verteiler hätte ich ja so gerne. Die kosten aber 300 Wissenschaft. Oh Gott. Dann die neuen Reifen und alles. Also das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt daran an dem Kerbalism, ist, dass alles kaputt geht. Und ich würde sogar wahrscheinlich gerne Sachen verändern. Also, this pump is a design to extract valuables. Stimmt, ich kann hier Wasser extracten, oder? Von Wasserplaneten. Ginge ja rein theoretisch, oder? Aber egal. Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.